Aeroben geheiratet am 20. Mai und es war wirklich von Wetter. Wir haben sich keine Gedanken gemacht eigentlich. Wir haben gewusst, wir feiern Aeroben und wie das Wetter jetzt wird, das haben wir eigentlich gesagt, das ist uns egal, weil die Location eh so ein Traum ist. Gell? Wir haben gesagt, wir wollen eine gemütliche kleine Hochzeit haben und es soll mehr oder weniger nicht wir, dass wir im Mittelpunkt stehen, ja, das war uns eigentlich gar nicht so wichtig. Wir wollten so einfach einen gemütlichen Tag mit unseren besten Freunden und mit den engsten Verwandten. Und das haben wir eigentlich auch geschafft. Wir haben keinen richtigen Tagesablauf gehabt, was jetzt da sein muss und so. Das war einfach alles so ganz relaxed. Wir haben am 12 Uhr war zum Beispiel Empfang. Ich bin am 11:45 waren schon alle angezogen und alle beim Empfang da, bin ich noch in Tuba gesessen. Da bin ich noch ganz gemütlich mit der Boxershort, bin ich noch herumgelaufen. Nein, es war einfach, wir haben sich echt keinen Stress gemacht und das war einfach ein Traumtag für uns. Und dann bei der Hochzeit hat es ein bisschen geregnet und der Eva hat gesagt, nein, machen wir es drinnen und so. Und ich habe gesagt, nein, wandern am Dorfteich, es ist egal, wie das Wetter ist, wir machen das am Dorfteich. Und ja, dann hat sie gesagt, Gott sei Dank, weil das haben wir dann durchgezogen. Es hat dann leicht ein bisschen zum Nieseln angefangen und am Schluss zu wie noch ein Jahr wart eigentlich und, ja, und dann am Schluss von der Trauung haben wir noch ein Lied gehabt, Walking on Sunshine, und noch auf einmal ist wirklich die Sonne rausgekommen und es war ein Traum und dann haben wir die Agape gehabt und das war auf der Aussichtsplattform und auf der Terrasse und das war ein Traum. Also besser hätte man sich das wirklich nicht vorstellen können. Das waren eigentlich alle begeistert. Ja, alle waren da begeistert. Am Anfang war halt jeder hat gesagt, wow, so weit fahren und so, gell? Aber nachher, wie jeder dann da war, und ein paar sind ja am Tag vorher schon angereist und haben mit uns die standesamtliche Hochzeit verbracht, gell? War ja da schon gemütlich, da sind wir am Tag vorher, sind wir schon bis um 1 in der Früh gesessen, weil es einfach gemütlich war. Und ja, am Tag vor der Hochzeit her sind nachher alle angereist, gell? Alle haben die weitesten, glaube ich, sind 4 Stunden hergefahren. Und nachher, wie es alle da waren, hat jeder gesagt, ein Traum. Und die wollten, nein, das ist alles so schnell vergangen, leider. Gell? Und am nächsten Tag sind wir auch noch zusammengesessen, bis 2, 3 Nachmittag da. Ganz gemütlich und ja. Nein, es war jeder begeistert. Vom Krustenbraten am allermeisten vom Essen. Ja, das der ist sowieso Traum. Klasse. Ja, so wie alles abgerannt ist, es hat jeder immer zum Trinken gehabt. Das war so super organisiert. Also, wir haben uns um nichts kümmern müssen. Das hat perfekt passt und das haben natürlich die ganzen Gäste auch gemerkt, dass es stimmig war und das gemütlich, kein Stress. Genau, also sofort wieder und ich habe auch gesagt, nächstes Jahr will mein 30er, also den will ich auch da feiern. Ja, es ist so, weil du ist gemütlich, okay. Und es passt, in kleinen Raumen kann man das leicht machen.